Name ist Günter Bauer, ich bin der Geschäftsführer und Inhaber der Leipziger Logistik und Lagerhaus GmbH mit Sitz in Leipzig, in Rüttgau bei Frankfurt am Main und in Ettlingen bei Karlsruhe und darf heute den Wirtschaftsminister Martin Dulig begrüßen. Punkt war Logistik 4.0. Wir kommen jetzt gerade aus einer Präsentation, wie die Leipziger Logistik mit digitalem Wesen umgeht bzw. digital arbeitet und sind auch jetzt gerade im Moment dabei, die Kommunikation zwischen Disposition bei uns in der Verwaltung und Lkw-Fahrer zu demonstrieren. Wir sind jetzt bei Leipziger Logistik und Lagerhaus GmbH, ein Unternehmen, was auf Digitalisierung setzt. Die Logistik ist eine hart umkämpfte Branche und sich vor Ort mal anzuschauen, wie die Digitalisierung hilft, dort eben auch Effizienzgewinne zu erzielen, ist spannend. Was mich ja vor allem interessiert, ist, wie das Arbeit verändert, Arbeit erleichtert. Auf der einen Seite ist es natürlich auch ein Kontrollinstrument für viele Fahrerinnen und Fahrer, aber auch zu ihrer Sicherheit, was zum Beispiel Lenkzeiten betrifft. Und auf der anderen Seite sind natürlich alle Möglichkeiten, die sonst bürokratisch mit Zetteln und hin und her laufen, auf 5 Minuten verkürzt. Und das ist natürlich eine sehr effektive Form. Die Digitalisierung macht vor keiner Branche Halt. Und es geht darum, dass eben die Arbeit in Zukunft auch trotz und mit der Digitalisierung notwendig ist. Digitalisierung ist ein ganz wichtiger Faktor, da kommen Sie heute auch nicht mehr drum herum, wenn Sie modern und vor allen Dingen auch kostenmäßig ordentlich unterwegs sein wollen, sodass wir permanent dabei sind, auf dem neuesten Stand digitalisiert zu arbeiten.